Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. Wir schauen, dass wir uns angucken, wie der erste Silberbarren gefertigt wird. Und das passiert genau jetzt. Ich denke, die Animation wird die gleiche sein wie beim Eisenbarren, aber... Es ist schon eine schöne Farbe von dem Silber hier. Eisen kam gelb hier raus, weil heiß. Gucken, wie es mit Silberbarren aussieht. Danke. Kommt auch erstmal heiß und gelb raus. Ich lasse die mal Silberbarren machen, solange sie Silbererz haben. Nun, also wir haben den Entdeckerposten hier noch in Gange. Wir brauchen noch das Militärcamp und die Abenteurergilde. Kriegen wir ja schon noch irgendwie unter. Ja, die Nadelholzbalken. Es kommen langsam welche dazu. Kunstschmiede. Smaragd. Wo ist das Militärcamp? Unter welchem? Hier. Das können wir ja mal machen. Das ist ja bloß eine Wartestation. Da müssen wir nichts für herstellen oder so. Was sagt unser Flachs? Na, das läuft doch. Dann können die hier und was macht unser Jäger? Es gibt genug Träger, die das Fleisch runter ins Dorf bringen. Wieder ein bisschen Kupfer, Kohle läuft schon. Kalkstein ist voll, Stein ist gerade voll. Um die hier muss man sich halt gar nicht kümmern. Die belegen sich die Marktstände ja selber. Wofür die genau sein sollen. Also ich meine, ich kann halt gerade noch nicht handeln. Und ich weiß auch nicht, ob es in der Early Access, ob man da schon handeln kann. Aber sonst machen ja die Marktstände erstmal weniger Sinn. Meine ich. Ihr entdeckt erstmal in die Richtung.
würde ich sagen. Ja. Militärcamp ist in Arbeit. Reicht hier unten. Meine hat man jetzt zwar immer noch hier diesen, den blauen Rand. Aber... Okay, Militärcamp ist fertig. Wir haben Platz für 18 Wachen und 7 Soldaten, beziehungsweise sind die schon unterwegs hierher. Weil sie nichts zu tun haben. Tut mir leid. Wir haben auch das Steinproblem wieder ein bisschen im Griff. Ich mache mir noch Sorgen um Nadelholz. Aber ich habe ihm ja jetzt gesagt, mach Nadelholz. Wir könnten hier oben auch noch Wald roden lassen. So viel Wald ist es hier auch nicht. Und dann sind vielleicht die Rehe weg, wenn wir den Wald wegmachen. Aber ich finde das Forsthaus, das fügt sich richtig schön ein in den Wald. Das sieht man meistens überhaupt nicht. Ich will immer gern auf die Leute hier klicken und gucken, wo die hingehen. So, haben wir hier noch Baustellen. Alle am Arbeiten. Zement braucht man auch nicht so oft. Also alle am Arbeiten oder auch nicht, aber meine Lager sind voll. Das hier könnte eigentlich weg, die Sammlerhütte. Wir könnten hier noch ein paar Pilze sammeln, aber... Lass mal die mal wieder sammeln. Wir haben 82% der Insel entdeckt. Das heißt, unsere Entdecker sind bald rum. Dann geht es ja rein theoretisch nur noch darum, die komplette Insel zu besiedeln. Weil hier gibt es ja aktuell keine anderen Parteien auf dieser Insel, die sich irgendwie auch noch einen Teil davon behalten wollen. Hm.
Aber Kohletagebau. Das Ding ist halt, warum? Ich habe da vorne genug Kohle. Geübte Aufbausimulationsspieler, die schlagen sich die Hände über dem Kopf zusammen. Wie ich hier das Zeug platziere. Total wild. Okay, das ist aber gut. Also ich denke mal, hier ist dann auch Wasser dahinter. Ja, geh mal gucken hier. Wasser. Muss ich auf irgendwas achten? Nee, alles gut. Weiß ich glatt nicht, was ich sagen soll. Es läuft einfach. Können noch ein paar Häuser bauen. Jetzt hat übrigens gerade wieder mal mein Stuhl geknackst. Falls ihr das gehört habt. Abenteurergilde können wir hier hinten noch hinbauen. Die war hier irgendwo. Sechzehn Werkstein haben wir auch. Ist nicht das Problem. Ihr seht es nicht, aber ich schüttel selber mit dem Kopf, weil ich meine eigenen Wegebauentscheidungen nicht nachvollziehen kann. Ich nicht weiß, was mich da reitet. Noch eine Schmelzhütte. Also.
meine, uns fehlt ja auch noch die Rüstungsschmiede und die Kunstschmiede. Die Waffenschmiede. Und die Garnison. Da brauchen wir aber demnächst wieder Werkstein, deswegen... Wir lassen mal die Grenzsteine, wie sie sind. Prozent. Ist cool. Wo geht ihr hier hin? Ach, hier wahrscheinlich. Ihr holt Werkstein. Ach, für hier hinten. Oder? Ja, und sonst? Erzählt mal. Wie geht's euch? Der Bevölkerung sind wir immer irgendwie voraus. Wir sind bei fast 900 Einwohnern. Hier ging es um 400. Das ist gut. Abenteurergilde ist in Arbeit und der zweite Kohletagebau. Stoff ist auch okay. Leder ist gut. Also, wir haben wieder Leder dazu bekommen, meine ich. Hier ist bald kein Platz mehr. Wollen wir hier Lager hin für... Unter was zählt das jetzt? Silberbahn? Ja, Eisenbahn. Wir bauen Lager hin. Passiert halt gerade nicht viel, ne? Die haben alle nichts zu tun. Haben wir kein Stofflager? Mehr Stoff produzieren. Wie sieht's hier aus? Gleich fertig. Ja.
Es ist ja bestimmt der Bürgermeister dabei und Vertreter von der Gemeinde, die jetzt erstmal das Haus einweihen. Magische Klinge. Okay. Brauchen wir gerade nicht. Habe ich jetzt entschieden, dass wir das gerade nicht brauchen. Okay. Dann ist die nächste Aufgabe, noch Steinmetz. Waffenschmiede. Du hast eine Crew von 100 Bauarbeitern. Glückwunsch. Danke, Spiel. Thank you. Waldläufer. Kann ich sogar... Warte, Fackel und leichte Rüstung habe ich doch. Das können wir ja nebenbei mal laufen lassen. Der kostet uns ja gerade nichts. Das ist ja eh alles schon da. Ja. Hauwesen. Süß. Ich meine, da ich halt alles Mögliche, was steinbruchmäßig, abbaumäßig ist, hier unten links hingebaut habe, ist es eigentlich blöd, dort noch Steinmetz hinzupacken. Weil hier ist schon einer. Und der macht auch gut Steine. Also verarbeitet die. Was ist hier los? So, du bist jetzt Waldläufer. Und was genau machst du jetzt? Die stehen immer rum, weil die kein Zuhause haben. Die haben keine Aufgabe und haben aber auch keinen Platz mehr am Baustellencamp. Und dann stehen die einfach da, wo sie arbeitslos wurden. Was mit euch? Was tragt ihr jetzt? Hier eigentlich los? Das Fleischlager ist voll. Wir machen als nächstes. Komm, wir bauen noch ein Steinmetz hin. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist das hier. Machen wir hier noch den Steinmetz hin. Oder auch nicht.
Wie die das hier bauen wollen, das interessiert mich. Ich glaube, da kommt hier einfach eine Kante rein. Ja, kurz ausrichten hier das Bild. Oh, guckt mal, unsere Entdecker. Entdecken. Seid ihr erfahrene Aufbausimulationsspieler? Wie macht ihr das, wenn euer Dorf jetzt hier so gequetscht in einer Ecke ist? Siedelt ihr dann auch Gebiete um, dass ihr sagt, okay, das Wohngebiet kommt jetzt einfach woanders hin? Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich hier was abreiße, ob ich dann meine Ressourcen zurückbekomme. Ich könnte es ausprobieren, traue mich aber nicht. Hier eigentlich los? Diskutieren wir hier? Oh. Da stehen einfach zwei Leute ineinander. Da sind nicht mal Möbel drin. Okay. Der Steinmetz ist in Arbeit. Und dann nach dem Steinmetz machen wir halt die Waffenschmiede. Holzbrett. Die machen ja gerade nichts mehr. Die holt hauptsächlich Nadelholzstämme und Feuerholz. Alles gut. Jetzt zeig mal, was er hier macht mit der Ecke. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, wenn man sich für eine schwierigere Schwierigkeitsstufe entscheidet. Und jetzt nicht Anfänger, so wie ich. Ob man dann tatsächlich von vornherein auch weniger Bauarbeiter, Planierer etc. hat und sich wirklich drum kümmern muss, die auszubilden. Weil sonst einfach nichts gebaut wird. Das Problem hatten wir ja hier gar nicht. Also wir haben ja unendlich menschliche Ressource. Grundstein ist gelegt. Ja. Und mit diesem Anblick schicke ich euch jetzt erstmal noch in den restlichen Tag. Zeit ist schon wieder rum. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich sage einfach mal bis morgen. Und winke euch jetzt wie immer. Tschüss.